Gute und willkommen bei Barbecue Kasche. Wir machen heute mal Döner, aber wir machen heute Sucuk-Döner. Wie wir den machen, was wir dazu brauchen, seht ihr wieder jetzt. Also, kommt mit! Und hier sind schon unsere ganzen Zutaten, die wir brauchen. Wir brauchen natürlich Sucuk. Wir brauchen hier so Fladenbrot. Ich habe jetzt hier so kleine gefunden. Ich glaube, die tun super für so einen Sucuk-Döner für uns. Dann haben wir hier so einen Weißkäse. Den kriegt ihr so für Börek und sowas. Gerade im türkischen Laden kriegt ihr den. Der kommt, glaube ich, richtig cool. Den bröseln wir uns später da ein bisschen mit rein. Dann haben wir hier Joghurt, Salat, Zwiebeln, Knoblauch, Gewürze. Um später ein bisschen Bums noch dran zu kriegen, haben wir hier noch ein bisschen Pulpiber. Ein bisschen Olivenöl zum Anbraten. Und das war es eigentlich im Grunde genommen schon. Wir müssen noch ein bisschen was schnibbeln. Knoblauch, den pressen wir uns heute, dann machen wir uns einfach. Aber die Zwiebeln müssen wir noch schneiden, die Sucuk müssen wir noch schneiden. Und das war es dann schon. Und dann geht's gleich hier an der Platte los. Die heizt schon vor. Das erste, was wir jetzt machen, ist unsere Joghurtsoße ein bisschen anrühren. Wir machen uns so eine Knoblauch-Joghurtsoße, dass wir später noch mehr Knoblauch drin haben. Dafür habe ich hier eine Gewürzmischung, die besteht aus Pulpiber ein bisschen, Kreuzkümmel, normalen Pfeffer und Salz. Und das Ganze kommt jetzt erstmal hier in den Joghurt rein. Jetzt tun wir noch ein bisschen Knoblauch reinpressen. Ich hole jetzt die Zehen erstmal raus und dann pressen wir sie rein. So, ich habe jetzt zwei große Knoblauchzehen klein geschält. Die wandern jetzt hier in die Presse. Und dann in unseren Joghurt. Jetzt haben wir den Knoblauch hier drin. Jetzt zupfen wir uns hier noch ein bisschen Petersilie. Hacken die uns klein und dann kommt das da noch mit rein. Da braucht er jetzt gar nicht so viel. Einmal schön klein hacken. Und dann einmal auch mit in den Joghurt. Den Joghurt verrühren wir jetzt nochmal gut. Dann kommt er in den Kühlschrank und darf nochmal so lange ziehen, bis wir hier fertig sind. Wir müssen jetzt noch Zwiebeln schneiden und die Sucuk klein schneiden. Ich zeige euch gleich, wie ich das Ganze haben will. So, jetzt haben wir hier unsere Sucuk und die sind immer, oder fast immer, in so Doppelpacks. Und die sind hier so zusammen gemacht. Das schneiden wir uns jetzt erstmal hier so ein Stück ab. Auf beiden Seiten direkt. Weil wir wollen ja die gesamte Sucuk verwenden. Und jetzt könnt ihr einfach hingehen und schneidet hier einmal kurz durch die Haut. Und jetzt könnt ihr die einfach pellen. Geht total easy. Und Nummer 2 auch noch. So, und jetzt gehen wir hin und tun uns die Sucuk erstmal in so halbe Zentimeter Scheiben schneiden. Und dann geht es gleich noch weiter. Und wenn ihr dann so Scheiben geschnitten habt, dann tun wir das jetzt in so Streifen schneiden. Wir wollen diesmal Streifen haben. So sollen die dann später aussehen. Das machen wir jetzt mit den zwei Sucuk und dann geht es mit der Zwiebel weiter. So, so sollen unsere Streifen jetzt aussehen. Die Zwiebel schäle ich, schneide ich und zeige euch einfach, wie die aussehen später oder wie die aussehen sollen später. Wie man das macht, wisst ihr, sehen wir uns gleich wieder. So, unsere Zwiebeln haben wir auch geschnitten hier in so dünne Halbringe. Das tut's jetzt voll und ganz. Jetzt treffen wir uns am Grill wieder, jetzt wird angebraten. So, unsere Gussplansche haben wir jetzt hier schön heiß werden lassen. Da geben wir jetzt schon mal ein bisschen Olivenöl drüber. Und verteilen uns das hier schon mal ein bisschen. Und da kommt jetzt hier unser Sucuk-Fleisch und unsere Zwiebeln mit drauf. Und das lassen wir uns jetzt mal schön Röstaromen kriegen. Bei der Sucuk müsst ihr aufpassen, das geht recht flott mit den Röstaromen. Deswegen immer schön wenden. Wir wollen ja von allen Seiten schön Röstaromen bekommen. Auch auf die Zwiebeln ein bisschen aufpassen. Die sollen auch schön Röstaromen bekommen, schön weich werden. So, und gar nicht so lange später sind unsere Zwiebeln und unsere Sucuk fertig. Das holen wir jetzt runter und dann können wir schon unseren Sucuk-Döner zusammenbauen. Also, hol ich jetzt runter, dann greifen wir uns wieder. So, jetzt haben wir hier unsere Zutaten liegen. Was ich euch gerade noch unterschlagen habe, ist, ich habe die Brote noch mit draufgelegt gehabt auf den Warmhalterost, dass sie ein bisschen warm werden. Die sind jetzt auch ein Tick warm geworden. Die müssen wir jetzt noch aufschneiden und dann wird belegt. Also kommt rüber, machen wir zusammen. Was wir als erstes jetzt noch machen müssen ist, wir müssen natürlich hier unsere Brote auch irgendwie füllbar machen. Deswegen nehmen wir uns die jetzt mal und schneiden die uns jetzt hier einmal so halb auf und gehen dann mit dem Messer innen drin nochmal durch, um es ein bisschen aufzuschneiden zu so einer Tasche. Jetzt haben wir das gemacht und jetzt können wir hier füllen. So, dann nehmen wir uns jetzt hier unser erstes Fladenbrot und dann kommt jetzt erstmal hier
ein guter Schuss von unserer Joghurt-Knoblauchsoße auf beide Seiten. Schön mit dem Löffel drin verteilen. Ich gebe dir hier heute so ein bisschen Knoblauch-Overload. Mag ich, mag ich. So, dann kommt unser Salat mit rein. So, dann seht ihr vielleicht ein bisschen besser, ne? Dann hier unsere Sucuk. Dann von den Zwiebeln noch ein paar mit rein. Und dann nehmen wir hier unseren Käse. Jetzt zerbröseln wir uns noch ein bisschen. Und fertig ist unsere erste Tasche. Ich baue jetzt noch die zweite zusammen und dann müssen wir probieren. So, wie ihr eben gesehen habt, ist ein bisschen viel übrig geblieben. Ich habe oben noch zwei von diesen Broten. Ich glaube, ich mache einfach nochmal zwei. Nur die Zwiebeln, die waren ein bisschen zu wenig jetzt für nochmal zwei. Die mache ich mir nochmal nach. Auf jeden Fall schreibe ich euch die Mengenangaben für zwei Stück in die Infobox. Da seht ihr alles wieder, was ihr an Material braucht dafür. Von Pulled Beaver über Weißkäse und so weiter. Schreibe ich euch alles rein. Da steht noch ein bisschen mehr. Guckt doch mal vorbei. Wir müssen jetzt natürlich auch noch gucken, ob das schmeckt, ob es sich lohnt, unten vorbeizuschauen und das Ganze nachzumachen. Deswegen nehme ich mir jetzt mal so einen. Und bin mal so frei und opfer mich für euch wieder mal. Ist das geil. Diese Sucuk kommt so geil da drin. Also, das ist definitiv mal ein Versuch wert. Diese Sucuk so anzubraten, die ist richtig schön kross, hat einen geilen Geschmack. Geil. Also, zum Nachmachen empfohlen. Wenn ihr das geil fandet, Daumen nach oben, Abo da lassen nicht vergessen, dann verpasst ihr so Sachen nicht mehr. Und ich würde mich freuen, wenn wir beim nächsten Rezept wieder alle zusammen sind. Euer Max und Barbecue Culture. Und tschüss, ich verabschiede mich nämlich jetzt. Ich will das Ganze essen. Also, macht das nach und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ha. Stopp jetzt essen.